Einen wunderschönen. Hier ist Krone SK und ich habe eine kleine Vorab-Info für euch. Die Zeit der unregelmäßigen Upload-Zeiten auf meinem Kanal ist bald wieder vorbei. Der Stress, dem ich momentan ausgesetzt bin, lässt Anfang Juli endlich wieder nach. Und ab dann geht es hier richtig los. Wie gewünscht gibt es dann längere Videos, die wenigstens alle 2 Tage kommen werden. Viele davon sind bereits in Planung. Und doch bitte ich, die unregelmäßigen Uploads von momentan zu entschuldigen. Auf jeden Fall soll es heute um einen mysteriösen Spukort in Deutschland gehen. Und zwar um den Kirchlengern Wald im Norden von Nordrhein-Westfalen. Doch warum berichte ich über einen Wald? Nun ja, unzählige Besucher des Waldes berichteten davon, dass sie in diesem Wald ein mulmiges Gefühl bekommen haben. Einige sollen im Wald ganz und gar depressionsähnliche Anfälle bekommen haben. Eine dunkle Aura soll über dem gesamten Wald schweben und diesen Ort auf diese Weise zu einem Ort für paranormale Phänomene machen. Des Weiteren wird unabhängig voneinander von vielen Leuten berichtet, dass sie seltsame Erscheinungen in diesem Wald hatten. So fühlten sich dort viele beobachtet. Andere wollen Schatten vorbeihuschen gesehen haben. Wieder andere wollen sogar seltsame Wesen in diesem Wald gesehen haben. Doch kann man über paranormale oder übernatürliche Phänomene reden, wenn viele Leute ein mulmiges Gefühl bekommen? Es kommt noch mehr hinzu. Es kam dort schon des Öfteren vor, dass Tiere von Dorfbewohnern plötzlich verschwanden. Natürlich wurde nach den Tieren gesucht, doch fand man nur etwas Blut und in wenigen Fällen ein paar Haare der Tiere. Da man natürlich nicht nachweisen kann, inwieweit seltsame Gefühle in diesem Wald objektiver oder doch eher subjektiver Natur sind, so kann man doch sagen, dass die Sache mit den verschwundenen Tieren ein Fakt ist. Was ist also mit den Tieren geschehen? Lebt in diesem Wald etwas, was die Tiere entführt und sie dann frisst? Lauert im kirchlängeren Wald irgendeine seltsame Kreatur, die bisher noch niemand entdeckt hat? Zum Abschluss habe ich noch so einige Einträge in verschiedenen Foren gelesen. So berichtet beispielsweise eine Frau bei Reddit, dass sie mit ihrem Hund im kirchlängeren Wald war und dieser bereits nach wenigen Sekunden anfing zu knurren, zu bellen und immer mit großen Augen in die Leere starrte. In einem weiteren Foreneintrag schrieb ein User, dass er mit seinen Freunden dort nachts zelten war und sie seltsame, heisere Schreigeräusche von oberhalb einer Klippe hörten. Und ich muss dazu ehrlich sagen, dass das schon ziemlich mein Interesse geweckt hat und ich wirklich in Erwägung ziehe, dort einmal hinzufahren. Aber was ist mit euch? Glaubt ihr, dass dort irgendetwas Übernatürliches geschieht? Lebt dort eine seltsame Kreatur? War von euch vielleicht schon jemand einmal dort? Schreibt es mir gern in die Kommentare. Dies war mein heutiges Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer. Euer Krone SK. Bis zum nächsten Mal.